fort. Just in a moment, not, but thanks. Alles, was wir hatten, Sir. Meine Eltern sind unten in die Sonne. Hallöchen, ich grüße euch, Leute. Willkommen bei Fallout 4. Der Anfang vom Ende, sozusagen. Passt prima, oder? Und die Welt ist gerade über uns zusammengebrochen, sozusagen. Den netten Herrn Doktor folgen. Na dann. Entschuldigung. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Wir haben es nicht eilig. Alles wird gut. Ja, sieht das einladend aus. Da. Siehst du? Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Okay. Treten Sie hinein und ziehen Sie den. Hey, Schatz. Ich glaube, ihm geht es besser. Geh ruhig. Eigentlich will ich da gar nicht rein. Das sieht überhaupt nicht einladend aus. Okay, aber was bleibt uns denn? Es gibt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2. Eingefroren. Yes, I had it. Safe. But it's just very hard. Okay, hier sind wir nun eingefroren. Das ist sie. Da. Hallöchen, ich grüße euch zu Fallout. Hey, das ist meine Frau. Und mein Kind, lasst mich. Oder lasst uns eher. Passt. Alles wird gut. Lasst meine Familien Frieden. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Er hat sie eiskalt erschossen. Alter Kollege, ich werde dich töten. Für das, was du meiner Familie angetan hast. Da gibt es kein Drumherum. Diese Person ist tot. Haben sie uns jetzt wieder eingefroren? Kriegsführanlage. Alle wollen euch unverzüglich verlassen. Okay. Zwei Reisen für einen Fänger. Nein, meine Frau! Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Kritischer Fehler in Krypten. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich. Oh nein. Da liegt sie immer noch drin. Ich will eigentlich nicht ohne sie gehen. Boah. Wo? Was? Ich weiß die Steuerung gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Vielleicht kriegen wir sie hier raus. Wir kommen die Kühlanlage offline. Vereinzelte manuelle ferngesteuerte Berückungssicherung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme. Oh. Kapsel leer. Mrs. Keller, Mrs. Abel, Nora und Sean. Manuelle Überbrückung der Kapseltür aktiviert.
Thomasius, das sind wir, Dr. Thomasius. Ferngesteuerte Überbrückung aktiviert. Es scheint so, als hätte... erstickt. Als hätte man... die Kapseln alle abgeschaltet, bis auf unsere und die unserer Frau und unseres Sohnes. Okay. Wir gehen mal durch. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ein Clipboard. Ich nehme mal alles mit, was ich... Ein Vortec-Anzug sauber. Ein neuer. Und hier sind überall weitere Leichen drin. Oha. Was ist hier vorgefallen? Kapselinsassenstatus. Sind alle tot? Das ist doch der Wahnsinn. Fehler in Kryoanlage. Alle... Oha. I'm looking around. A little bit. Was ist denn das? Eine Kakerlake. Kellogg's admit a little break about 2 minutes. I'm... sofort wieder da, sag ich mal. Okay. Hey Kellogg, thanks for waiting und dem anderen ein herzliches Hallo zu Fallout 4. Zu den bescheidenen Anfängen quasi. Frisch gestartet. Und wir müssen hier dieser Vault entfliehen, in der wir eigentlich Schutz gesucht haben. Aha. Kakerlake! Stirb, Kakerlake! Leckerchen Kakerlakenfleisch. Riesen Kakerlaken? Was zum Teufel? Oh ja, es wird noch einiges kommen. Thomasius. Ich gehe da, glaube ich, jetzt mal nicht in die Mitte. Das sieht etwas elektrisierend aus. Was haben wir denn hier noch alles? Ich loot einfach mal alles, was da ist.
Und ein Computer. Ein Freizeitterminal. Willkommen bei Termlink von Dropco Industries. Vault-Tec Freizeitterminal. Das Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Okay. Die Top 10. Rick, Tim, TGM. Und hier hätten wir noch ein Band. Ein Holoband, was geladen werden kann. Was? Ein Minigame. Kann ich das jetzt spielen? Okay, das erinnert mich jetzt gerade an was? Ja, nein. Wie? Ey, das ist... das ist super. Ein Ründchen muss kurz gehen. Ein Ründchen muss gehen. Ah, nein! Okay. Nein, wie super. Okay, wir haben drei Leben. Eine Runde spielen. Ich feiere das gerade so sehr. Oh Mann. Nein. Oh, verdammt. Okay. Hey, hey, willkommen bei Fallout 4. Ich spiele gerade ein Mario-Verschnitt eventuell. Ah! Okay. Nein, okay, das ist wohl das Ende. Das ist einfach nur so stark gerade. Okay. Quit Game, ich würde mal sagen, yes. Oh, das wäre so... Boah, man kann das Holoband auswerfen. Nein, wie... Alter, wie geil ist denn das? Okay, ich glaube, beim letzten Mal hatte ich dieses Holoband nicht. Diesen Mario-Verschnitt. Ah nein, wie super war das denn gerade? Ich bin mir gerade ein Hallöchen und herzlich willkommen bei Fallout 4. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir richtig gelaufen sind. Ich war gerade noch ein bisschen geflasht von dem Mario-artigen Spiel gerade. Da ist eine Kakerlake. Nein, Kakerlake. Und noch eine Kakerlake. Okay, wir looten jetzt erstmal alles, was da ist. Solange nichts da ist, sozusagen im Inventar. Was ist hier passiert? Oha. Wo sind alle? Oh, nee. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Wir sehen schon, es ist hier ein katastrophaler Zustand hier drin. Geh kaputt. Es geht doch hier auch irgendwie, wie heißt denn diese Spezialfähigkeit, die man einsetzen kann? Eine Pistole, das ist doch schon mal gar nicht so übel. Mit Patronen. Und Stimpaks. Die nehmen natürlich alle mit. Noch ein Skelett. Ist das alles, was noch übrig ist? Oha. Und es ist wirklich bitter. Vault 111 Anweisungen für Aufseher. Vertraulich, vertraulich, nur für Aufseher. Vault 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender und kognitiver Funktionen betraut. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung durch Vault-Tec-Techniker. Unter keinen Umständen darf der Schlafzustand unterbrochen werden. Dies schließt die Anwendung lebensrettender Maßnahmen ein. Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen. Oha. Insubordination oder vorzeitiges Aufwecken werden als kapitale Verstöße angesehen. Ungenutzte Kryptokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Alter, das hört sich ja schon wieder so hart an. Kryolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichend Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Ja. Thanks, Kellogg's. If you like the channel or the stream, you can follow me and then we can... Mein Englisch ist so schlecht. We can see another time. Thanks for watching. Oh Mann, mein Englisch ist wirklich so schrecklich schlecht. Okay. Was haben wir denn hier jetzt? Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal...